Dzień dobry, nazywam się Jolanta Potoczek, uczę języka niemieckiego w zespole szkół nr 2 imienia Sobieraków w Nowym Sączu. Dla uczniów z klas maturalnych nie tylko przygotowałam lekcje z czasu przeszłego Perfekt. Dziękuję. Das Perfekt verwenden wir in Gesprächen und in alltäglichen Situationen. Es beschreibt eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Das Perfekt findet man eher in der mündlichen Sprache. Aber wenn ihr einen Brief oder eine E-Mail lässt, dann findet ihr wahrscheinlich das Perfekt, weil das ja gesprochene Sprache, aber in Textform ist. Versteht ihr? Wenn eine Sache gerade erst passiert ist und irgendeine Rolle im Jetzt spielt, dann muss man das Perfekt benutzen. Zum Beispiel: Ich habe viel zu wenig geschlafen, also das war schon, aber jetzt bin ich müde. Ich habe viel zu wenig geschlafen, deshalb bin ich müde. Das Perfekt besteht aus zwei Wörtern. Einem Hilfsverb haben oder sein und einem Partizip 2. Hier haben wir das Schema vom Perfekt. Beispielsätze. Das Perfekt hat diese Form, die hier vorgestellt wurde. Anne hat heute Einkäufe für das Wochenende gemacht. Oder ich habe zwei Bücher gelesen. Wir sind mit dem Auto gefahren. Das Kind ist heute sehr früh aufgewacht. Das Perfekt besteht auch aus einem Hilfsverb. Normalerweise ist das haben, aber es gibt Ausnahme. Davon erzähle ich euch gleich. Wo steht das Hilfsverb? An der ersten oder an der zweiten Stelle des Satzes? Also immer am Anfang. Zweitens ist er konjugierbar. Das ist sehr wichtig. Wir müssen immer wieder das Hilfsverb konjugieren. Also dieses Verb ist vom Subjekt abhängig. Haben, ich habe, du hast, er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Und sein, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Das Hilfsverb im Perfekt ist vom Partizip 2 abhängig. Die Mehrheit von Verben verlangt haben. Dazu gehören zum Beispiel transitive Verben. Diese Verben verlangen Akkusativobjekt. Zum Beispiel kaufen, lieben, verstehen oder erklären. Diese Verben
Antworten auf die Fragen, wen, was. Dazu gibt es Beispiele. Damals habe ich ihn auch geliebt. Thomas hat ein Buch gelesen. Oder Hein hat sehr viel Geld ausgegeben. Mit haben verbinden wir auch reflexive Verben. Zum Beispiel sich waschen, sich erinnern, sich freuen. Es geht hier natürlich um diese Verben, die in der deutschen Sprache reflexiv sind. Er hat sich noch nicht gewaschen oder du hast dich schon erkältet oder du hast dich nicht beeilt. Auch die unpersönlichen Verben verlangen haben. Es geht hier vor allem um die Wetterverben. Es regnet, es schneit, aber auch um es gefällt. Es hat heute sehr lange geregnet oder heute hat es schon geschneit. Zum Glück. Es hat mir wirklich gefallen, zum Beispiel im Kino. Haben verbinden wir auch mit Modalverben. Aber sein Gebrauch ist in diesem Fall sehr selten. Dazu habe ich zwei Beispiele ausgewählt. Das habe ich nicht gewollt oder der Schüler hat die Aufgabe nicht gekonnt. Wie ich das schon gesagt habe, haben verlangt die Mehrheit von Verben. Auch intransitive Verben. Aber es geht um diese Verben, die keine Orts- oder Zustandsänderungen ausdrücken. Zum Beispiel, ich habe ihm nicht geholfen. Oder, heute hat Max nicht ausreichend geschlafen. Ich habe von ihm geträumt. Also helfen, schlafen oder träumen. Das sind diese Verben, die haben verlangen. Jetzt konzentrieren wir uns auf sein als Hilfsverb. Dazu gehören drei Gruppen. Erstens alle Verben, die Ortsveränderung ausdrücken, zum Beispiel gehen, fliegen, kommen, fahren auch natürlich. Seid ihr nach Hause gekommen? Der Zug ist mal wieder zu spät gekommen. Das ist unglaublich. Mit dem Fahrrad sind wir nach Ulm gefahren. Zweitens, alle Verben, die Zustandsänderung ausdrücken. Das sind Einschlafen, Aufwachen, aber auch Gebären, Sterben. Oder wachsen. Mein Opa ist im 2000 gestorben. Oder
Ich bin sofort eingeschlafen. Meine Kinder sind unglaublich schnell gewachsen. Drittens, mit Sein verbinden wir auch diese Verben, die eigentlich keine Erklärung haben, warum wir diese Verben mit Sein verbinden sollen. Zum Beispiel haben, werden, bleiben, aber auch passieren, geschehen oder gelingen. Ich bin lange zu Hause gewesen. Oder wie lange ist er in Deutschland geblieben? Aber auch, er ist heute 18 geworden. Partizip 2 oder Partizip Perfekt, das ist das zweite Teil des Prädikats Imperfekt. Für est ist charakteristisch. Erstens, das ist eine Form, die nicht konjugierbar ist. Also ist sie nicht vom Subjekt abhängig. Zweitens, in den einfachen Sätzen steht immer am Ende des Satzes. Drittens, kann regelmäßig oder unregelmäßig sein. Beispiele. Ich habe gestern viel gegessen. Oder wie viel hast du gestern gegessen? Zwei andere Subjekte, aber dieselbe Form vom Essen. Er ist nach Frankreich gekommen. Wann hast du deine Hausaufgaben gemacht? Gekommen und gemacht stehen am Ende des Satzes. Gestern haben sie Geige gespielt, aber auch, wann ist er nach Essen geflogen? Gespielt regelmäßig und geflogen unregelmäßig. Die Form vom Partizip 2. Regelmäßige Form. Zuerst brauchen wir Infinitiv. Zum Beispiel lernen. Müssen wir Endung wegstreichen. Vorne geben wir Präfix ge, um am Ende stellen wir Suffix te. Deshalb haben wir gelernt. Also ge am Anfang und te am Ende. Zum Beispiel malen, gemalt, spielen, gespielt. Beispiele. Ich kaufe ein Buch. Imperfekt. Ich habe ein Buch gekauft. Er hört Musik. Er hat Musik gehört. Aber gelegentlich kommt es vor, dass der Verbstamm mit T, D, M oder N endet. Wie hier. Gibt es Beispiele? Das sind die Verben wie arbeiten, atmen, rechnen. Die Folge sind Ausspracheprobleme beim Bilden des Partizips 2. Deshalb wird beim Partizip 2 ein E zwischen Verbstamm und der Partizipendung T eingeschoben. Antworten
geantwortet. Arbeiten, gearbeitet. Atmen, geatmet. Ich habe auf die Fragen geantwortet. Er hat gestern sehr viel gearbeitet. Warum hat sie so lange nicht geatmet? Unregelmäßige Formen vom Partizip 2 müssen wir nicht erklären. Sie befinden sich in der Tabelle von unregelmäßigen Verben. In der Spalte Partizip 2 oder Partizip Perfekt. Sprechen ist unregelmäßig, deshalb haben wir die Form gesprochen. Fahren, die Form gefahren. Schreiben, Partizip 2 geschrieben. Also sehen wir, dass diese Veränderungen ganz unterschiedlich sind. Zum Beispiel hier E und dann haben wir O. Hier gibt es Besonderheiten, wenn es um Form vom Partizip 2 geht. Also zusammengesetzte Verben. Zuerst trennbare Verben, regelmäßige, aber auch unregelmäßige und danach untrennbare Verben. Also wenn es um trennbare Verben geht, haben wir immer Präfix, ge, dann haben wir Verbstamm und am Ende t. Zum Beispiel einkaufen, eingekauft, eingekauft. Aufmachen, aufgemacht, aufgemacht. Er hat sein Zimmer aufgeräumt. Zwischen steht ge. Aber wenn es um unregelmäßige Verben geht, dann müssen wir immer Präfix stellen und danach Form von der Tabelle. Ankommen, angekommen, angekommen. Absprechen, abgesprochen, abgesprochen. Ich habe viele Gäste zur Party eingeladen. Jetzt haben wir untrennbare Verben. Für diese Verben ist so charakteristisch, dass sie untrennbar sind. Ja, deshalb haben wir keinen Platz für irgendwelche Buchstaben, wie zum Beispiel GE. Sie wollen keine zusätzlichen Präfixe haben. Deshalb haben wir Präfix vom Verb, dann haben wir Verbstamm und am Ende Suffix T. Zum Beispiel besuchen, besucht, besucht. Erleben, erlebt, erlebt. Gestern habe ich meine Oma besucht. Mit den unregelmäßigen Verben, die ungetrennt sind, ist nicht so einfach. Wir brauchen
Präfix vom Verb. Dazu haben wir auch Formpartizip 2 aus der Tabelle, aber müssen wir immer ge wegstreichen. Zum Beispiel verstehen, verstanden. Normalerweise vom Stehen haben wir gestanden, aber hier müssen wir ge wegstreichen, deshalb haben wir verstanden. Bekommen, be, kommen. Immer wieder dasselbe. Ge wegstreichen vom kommen, deshalb haben wir bekommen. Er hat mich falsch verstanden. Noch eine Sache, wenn es um die Form vom Partizip 2 geht. Diese Verben, die Endung ihren haben, dann müssen wir ganz andere, aber eigentlich einfache Formen bauen. Wenn wir Verben mit Endung ihren haben, müssen wir ge wegstreichen, aber am Ende des Verbs, das heißt nach dem Verbstamm, müssen wir t haben. Zum Beispiel fotografieren haben wir fotografiert. Sie hat sehr gut fotografiert. Studieren, studiert. Studiert. Ich habe 6 Jahre an der Uni studiert. Passieren. Passiert. Passiert. Was ist hier am Morgen passiert? Für jetzt habe ich einen Text vorbereitet. Der Text steht hier im Präsens, aber wir sollen diesen Text im Perfekt bauen. Ich komme nach Hause zurück, niemand ist da. Danach lerne ich ein bisschen und lese ein Buch. Ich schalte den Fernseher ein und sehe ruhig fern. Dann rufe ich meine Freundin Karin an. Wir plaudern sehr lange, dann habe ich Hunger, gehe in die Küche, mache den Kühlschrank auf und nehme etwas zum Essen. Um 17 Uhr kommt meine Mutter von der Arbeit zurück. Sie kontrolliert meine Hausaufgaben und fragt mich schnell ab. Ich antworte auf alle Fragen. Dann bereitet meine Mutter das Abendessen zu. Nach dem Essen gehen wir in die Musikschule und bleiben dort bis 20 Uhr. Am späten Abend schreibe ich noch einen Test. Um 22 Uhr dusche ich und dann gehe ich ins Bett. Um 23 Uhr schlafe ich sofort ein. Jetzt analysieren wir den Text im Perfekt. So viele Fragen. Warum? In den Regeln in der Grammatik habe ich auch diese Fragen verwendet. Deshalb habe ich mich auch hier darauf entschieden. Nach Hause zurück. Ich bin nach Hause zurückgekommen. Zurückkommen
Perfekt hier Partizip 2 zurückgekommen. Bin vom Sein. Deshalb habe ich hier diese Form. Hilfsverb am Anfang des Satzes. Hier steht an der zweiten Stelle. Zurückgekommen steht am Ende des Satzes. Ich komme nach Hause zurück. Ich bin nach Hause zurückgekommen. Niemand ist da. Niemand ist da gewesen. Danach lerne ich ein bisschen und lese ein Buch. Danach habe ich ein bisschen gelernt und ein Buch gelesen. Zwei Sätze, aber einmal Hilfsverb. Warum? Gelernt und gelesen, das sind diese Verben, die etwas mit haben zu tun haben. Deshalb müssen wir haben zum zweiten Mal hier nicht wiederholen. Danach habe ich ein bisschen gelernt und ein Buch gelesen. Ich schalte den Fernseher ein und sehe ruhig fern. Perfekt, ich habe den Fernseher eingeschaltet und ruhig ferngesehen. Dann rufe ich meine Freundin Karin an. Dann habe ich meine Freundin Karin angerufen. Wir plaudern sehr lange. Wir haben sehr lange geplaudert. Dann habe ich Hunger. Gehe in die Küche, mache den Kühlschrank auf und nehme etwas zum Essen. Und im Perfekt? Kompliziert? Nein, nicht so. Dann habe ich Hunger gehabt, bin in die Küche gegangen, habe den Kühlschrank aufgemacht und etwas zum Essen genommen. Warum sieht das so aus? Haben, normalerweise sollen wir im Imperfekt schreiben. Sein und haben verwenden wir kaum im Perfekt. Aber jetzt analysieren wir das Perfekt, deshalb habe ich das so geschrieben. Also, haben mit Hilfsverb haben, aber gehen auf keinen Fall. Deshalb müssen wir hier das Hilfsverb schreiben. Und hier haben wir Subjekt, das Subjekt des Satzes. Deshalb Form bin. Ich bin gegangen. Wieder haben. Warum? Weil wir wieder Verben aufgemacht und genommen. Solche Verben haben, die mit, die sich mit Verb, Hilfsverb haben, verbinden. Dann habe ich Hunger gehabt, bin in die Küche gegangen, habe den Kühlschrank aufgemacht und etwas zum Essen genommen. Um 17 Uhr kommt meine Mutter von der Arbeit zurück. Um 17 Uhr ist meine Mutter von der Arbeit zurückgekommen.
Sie kontrolliert meine Hausaufgaben und fragt mich schnell ab. Sie hat meine Hausaufgaben kontrolliert und mich schnell abgefragt. Ich antworte auf alle Fragen. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Dann bereitet meine Mutter das Abendessen zu. Dann hat meine Mutter das Abendessen zubereitet. Nach dem Essen gehen wir in die Musikschule und bleiben dort bis 20 Uhr. Nach dem Essen sind wir in die Musikschule gegangen und dort bis 20 Uhr geblieben. Am späten Abend schreibe ich noch einen Test. Am späten Abend habe ich noch einen Test geschrieben. Um 22 Uhr dusche ich und dann gehe ich ins Bett. Um 22 Uhr habe ich geduscht und dann bin ich ins Bett gegangen. Um 23 Uhr schlafe ich sofort ein. Um 23 Uhr bin ich sofort eingeschlafen. Ich hoffe, dass alles klar ist. Zusammenfassung vom Perfekt. Also das Wichtigste zur Zeitform Perfekt. Vorab in Kürze. Erstens, wenn eine Sache gerade erst passiert ist und irgendeine Rolle im Jetzt spielt, dann muss man das Perfekt benutzen. Zum Beispiel, ich habe viel zu wenig geschlafen, deshalb bin ich müde. Das Perfekt ist wirklich eine Zeitform, die vielseitig ist. Besteht aus zwei Wörtern, dem Hilfsverb haben oder sein und dem Partizip 2. Man benutzt es vor allem beim Sprechen, außer die Verben wie sein, haben, geben und Modalverben. Ich habe darüber ein bisschen gesprochen. Man muss das Perfekt benutzen, wenn es einen direkten Bezug zum Gegenwart gibt. Ich habe auch für euch einige Informationen vorbereitet, also Infos und Übungen über Perfekt. Also Internetseiten mit grammatischen Regeln, mit Beschreibungen, aber auch mit Übungen. Warum habe ich diese rot geschrieben? Weil das mein Konto auf Facebook ist. Wenn ihr irgendwelche Frage habt, dann könnt ihr schreiben. Alles Gute, viel Spaß beim Deutschlernen und viel Erfolg. Auf Wiedersehen.